Wir begrüßen euch zur nächsten Folge LS19 Nostalgie auf der LWG Schwarze Pumpe. Mit dabei ist Tiger, Matze und der Bauer Horst. Servus. Hallo. Hi. Ich fahr mal kurz rum hier, Tom. Genau, übernimm du mal die Führung. Ach, Tiger, wie immer. Ich weiß nämlich gar nicht, wo es lang geht. Ich bin jetzt einfach nur losgefahren. Ich weiß gar nicht, wo du gestanden hast. Ich fahr gerade rechts neben dir. Da fährt mal ein Nichtwissender den anderen Nichtwissenden hinterher. Ja, weil der vorne weiß es ja immer sowieso nicht besser, ne? Der fährt einfach nur geradeaus. Weißt du, was habe ich da jetzt gedrückt? Ah, scheiße. Was jetzt? Warte mal ganz kurz. Irgendwie war gerade meine falsche Taste gedrückt hier gerade. Wollte eigentlich die Karte anmachen und hab irgendeine F-Taste gedrückt und dann plötzlich fahr ich im Himmel. Oh, wenn das so schnell geht, dass du bis im Himmel kommst. Ja, es war ein bisschen merkwürdig. Ja, es ist strange. Aber die Schneidwerke bewegen sich trotzdem noch, Tom. Ja, ich habe aber vorne eine Kolline angebaut, dass die theoretisch nicht vorne überfallen können. Jedenfalls nicht mehr so schnell. Mhm. Ich hoffe, dass ich's. Nee, okay. Was hast du jetzt gemacht? Du verlierst das. Okay, ich habe gerade nichts gemacht. Und schwupp runter. Wieso hat denn das jetzt bei dir nicht gehalten? Das möchte ich auch mal gerne wissen. Ich Uhr. Bringen wir mal kurz hier in die BGA ran, können wir noch kurz halt, mal. Halt! Oh. Plus du gut, hast doch gesehen, dass ich rückwärts will! Du bist rechts rangefahren, da habe ich gedacht, ich kann noch vorbei. Bevor du die Straße ganz. Tom, sollst du denken? Dafür wär ich nicht bezahlt, ja, ich weiß. Also, suche den Schäler. Ach, wie sagt man gerade so schön, scheiße kann auch die Biogasanlage, ne? Tiger, nein, nicht solche Obszönitäten hier. Ich glaube, es geht los. Entschuldigung, ich durfte ja vorher auch noch mal nicht mehr aufs Klo. Ist nur das Dünne davon, die Gülle. Dicke musst du aber auch noch schön schaffen. Also darf ich nichts reinpinkeln, Gott. Ja. Obwohl Silage ja eigentlich auch nicht flüssig ist, ne? Also, nein. So, und jetzt wieder hier drauf kriegen. Das wird ja wieder eine Aktion werden hier. Lass es vorne dran, die Brücken geben's her. Ich glaube, die nächste Brücke gibt. Oh Gott, die stehen doch an der Brücke. Du ahnst es nicht. Ja, wollen wir mal gucken, ob ich hier durchkomme. Härtetest. Der erste. Gehen wir mal kurz bei den Schweins gucken, solange bis die da sind. War eigentlich sauber, Tiger. Ich hatte vor uns auch schon mal geschaut. Also, Tom, ja. Also ganz passt es nicht mit deinen 7 Meter. Nein. Passt nicht. Passt nicht. Beweis bei mir. Dann schmeiß das Handtuch rüber und fahr dann weiter, ist mir auch egal. Genau, trag's über die Brücke und häng's wieder an. Ich möchte jetzt hier 15 Minuten auf der Karte rumstehen, das wird ein lustiges Video werden. Dann, warte mal, wir müssen ja so und so erstmal ein Stück dreschen, Tiger. Bei der Schweine stand der Krass mit Gülle hinten drin. Tiger! Du sollst nicht die ganzen Drescher rübertragen, sonst du das Schneid wegkriegen. Gib doch das Ding hierher! Ey Junge, dann. So, jetzt siehst du, dass du weiterfährst da jetzt. Mann, ist ja nicht wahr hier. Ist doch nicht wahr, das ist ein Schwein. Doch, aber ganz toll. Also da müssen wir noch mal was machen, Tom.
Man braucht auch vor der Brücke seinen Schneidwerk nicht verlieren. Du hast gesagt, das passt! So, was sagst du, ich sollte jetzt die Gülle zur Düngerproduktion fahren, meinst du? Ja. Da passt noch ein bisschen Gülle rein oder du schaffst sie ohne BGA oder eben zur Produktion, ja, wie du es nimmst. Ich würde auch lieber das Schneidwerk hinten drauf haben. Ich bin noch nicht mal aus dem Tor rausgefahren, da habe ich schon halb verloren. Lag es vielleicht nicht richtig drauf oder so. Also ich habe das letztens im Stream aufgeladen und so, da war ohne weiteres, also da fiel nichts runter. Also hier die Schleife gebe ich zu, dass wo ist, falls ja jemand fragt, warum ja einer eine Schleife reingedreht hat. Ja, ja, ich war's. Ja, mit dem Gefährt, was ich jetzt gerade fahre. Mit dem Monstrum. Naja, wenn man Gas und Bremse verwechselt, dann ja, geht's halt geradeaus. Und das als Autofahrer, ey. Nee. Okay. Also Hügel macht das, mag der Schneidwerksfang auch nicht. Na, guck dir mal die kleinen Reifen an, die das Ding hat. Ich wusste gar nicht, dass unsere Straßen so viel Hügel haben, genannt, oder Berge, Täler, Schlaglöcher genannt. Naja, weißt du doch. Erst kommen Schlaglöcher, dann kommt der Putz- und Flicktrupp und dann hast du einen Hügel drauf auf der Straße. Ja, schon klar. Er ist da. Ist ja nicht wahr. Der Held des Tages, er hat's Feld gefunden. Ist doch vorher gefunden, vor dir, aber nein. Aua! Wo denn? Das ist schönes Wetter, oder? Ich schau dir in die Augen, Kleines. Tja. Yeah. Oh nee. Ich hab die Schnauze voll davon. Ich ziehe mir das ja noch vor. Das sind die richtigen. Lass mich ruhig über den alten Sack abzanken. Fang mich doch. Ja, kannst du machen. Oh, warte halt. Mann, nun tank ihn ab und halt die Schnauze da jetzt, Mensch. Mach hier nicht einen auf Sissy. Hab dich auch lieb. Das ist mein Spruch. Hast du ihn geklaut? Mit dem kleinen feinen Unterschied, der aussieht, hätte mir gestern ans Bein fassen können. Ach, das hast du nicht gemerkt? Bloß nicht. Nein. Ich denke da jetzt nicht dran. Oh Mann. Ich sag's lieber nicht. Ach, am besten war noch der Schmatzer zum Abschied. Oh, herrlich, ne? Mit Zunge. Frag mich nicht, wo ich hin will. Ich weiß jetzt selber noch nicht. Obi will mein Lenkrad heute nicht so richtig, wie ich will. Ich glaube, ich muss mal kurz wechseln. Bist du heute so wie das Navi gestern, oder was? Wo es doch nicht wusste, wo es hin sollte. Ja. Ja. Tempomat jedoch aus. Warum auch nicht? Das war so geil. Jedes Mal von wegen, die Route wird neu berechnet. Und dann guck ich so von wegen, du bleibst auf derselben Strecke, bleib... und berechnest du die Route neu. Ich muss noch mal meinen Ausleger einfahren. Warte mal. Sonst hängen wir uns jetzt hier am Mast auf. Oh, ey, war dieser Mast, ne. Stopp. Ich hab ihn doch eingefädelt. Und noch einmal eingefädelt. Oh, wer pflanzt denn hier? Oh. Den Raps... Jetzt. Na. Tom, immer derjenige, der da Fragen tut. Nee, das ist nur die ökonomische Ausnutzung der vorhandenen Fläche. Ah! Okay. Ach so, geile Tinlandes. Ich halt mal an, jetzt kommen nämlich lauter Bäume genannt, viele. Ein mittlerer Wald.
Sonst hast du keine Chance mehr. Oh, komisch. Die haben wohl so Probleme da drüben, oder? Wir nicht, ne? Nicht wirklich, ne? Ich habe euch ja ohne Bahn gemacht hier drüben. Aha. Wir wären auch so keine Bäume gewesen. Wollen, dass wir den ganzen Rand hier wieder stehen, du. Guck dir das an. Echt mal, ne? Echt, ne? Hab ich da wirklich was stehen lassen? Nee. Ja. Aber hallo. So, und kriegen wir das hier wieder hin wie das letzte Mal? Ey. Es ist nicht abgebrochen. Ich war zwar etwas zu weit weg, aber es ist nicht abgebrochen. Das war wieder spitzenmäßig, oder wie war das? Ja, man merkt, dass wir wieder Profis unterwegs sind, ne? Oh mein Gott. Nicht solche Witze, ja, am Abend, ey. Ach, der musste mal raus. Wenn du mich halt nicht nochmal so erschrecken tust. Guck mal da drüben, da am komischen Hochsitz, ne? Das ist kein Profi. Der blockiert einfach den Weg. Das heißt, ich muss dich gleich alleine fahren lassen. Naja. Oh. Guck mal, jetzt haut er ab. Na, kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin? Das wird schwierig an dieser Stelle. Das wird eine Herausforderung. Oh, oh, oh. Ach komm, ey. Ich hab dich zwar leicht geschubst, aber. Oh, jetzt muss ich mal kurz bremsen. Weiter geht's. Oh, jetzt komme ich nicht so schnell weiter. Nein. Oh. Ja, das ist das Schlimme, die Bremsen sind so stark, dass so das Anfang wieder so lange dauert. Ups. Vorsicht, schneid weg und enger. Na komm, mach dich mal erstmal jetzt voll, ey, bevor ich die ganze Zeit nebenher fahre. Ich zieh mal ein. Aber wir haben ein paar schöne Kurven hingelegt, das muss man schon sagen. Tom, ich zieh am besten gleich schon mal komplett gerade durch, ne? Ja. Da haben wir das schon mal hinter uns. Genau, wenn du aus Erinnerung nicht mehr so viele Kurven hinkriegst. Wie war das nochmal mit der Kurve? War das, wo man das Lenkrad immer so viel bewegen musste? Nee, ich glaube festhalten. Aber dann fährt man doch nur geradeaus. Nee, hat man halt gesagt, das geht um die Kurve rum. Gehst aufs Klo, machst die Brille hoch und dann hast du einen perfekten Bogen und den musst du nachher um 90 Grad zur Seite kippen und dann weißt du, wie du durchs Feld fahren musst. Hm. Gedanklich natürlich nur gesehen. Ich fahre das schon ein bisschen auf. Solltest du ja nicht bis hoch kommen. Ja, glaube ich. Ja, das ist. Na, warte mal, Ossibauer, hefte dich hinten nochmal ran nach den Bäumen. Kommt eine Lücke. Macht zwar hier keine elegante Geschichte rein, aber der Durchstich ist wichtig. Hauptsache, der Mist kommt runter. Yep. Naja, ist schon relativ. So, Tom, jetzt müsste der Popo wegbewegen, da komme ich nämlich genau gerade raus. Bis du hier bist. Da gab es ein kleines Leck, Leck, Leck. Ja, Speicher, Leck, Leck, Leck. Wahrscheinlich, ja. So, dann ziehen wir die eine Bahn jetzt hier so weiter. Oh. Da muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Jo, ab.
Ob Matze jetzt einen perfekten Pissbogen hingekriegt hat, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis da zum nächsten Mal. Jo, tschüss.